Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4 und den Schätzen von Jamaica Plain, wo wir im letzten Part stehen geblieben waren. Ich war jetzt eben nochmal fix zu Hause gewesen, habe meinen ganzen Krempel abgeladen, damit wir jetzt auch weitermachen können. Waren wir hier schon? Sieht so komisch aus hier, ne? Wieso geht denn die Tür nicht auf? Naja, wie dem auch sei. Ja, wie gesagt, ich war jetzt nochmal fix zu Hause gewesen und das letzte, was wir, oder was ich ja sagte, war ja, dass wir dann hier weitermachen wollten und auch noch diese Terminals hacken von den Robotern, obwohl die ja eigentlich totaler Quatsch ist, weil die ja jetzt eh schon kaputt sind, aber das bringt uns ja natürlich wieder ein bisschen XP, also Erfahrungspunkte hier, ne, meine ich. Ah ja, ist richtig. Ich vermute ganz stark hinten der D, ne, aber naja, obwohl. Ja, das ist jetzt schlecht zu sagen. An zweiter Stelle hinten das E vielleicht. Also von hinten. Das E? Kann eigentlich auch nicht sein. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Auch nicht. Auch bloß wieder E richtig. Welcher kann denn das jetzt sein? Wir hatten doch. Keine Ahnung. Muss ich jetzt halt irgendwas ausprobieren hier nochmal. Hatten wir das schon? Nee, ne? Nee. Auch nicht richtig. Ja, super. Na, dann gehen wir erst an den anderen ran hier. Wir haben ja zwei Stück zur Auswahl hier. Von daher können wir ja je nach Lust und Laune wechseln. Einer richtig. Zwei richtig. Zwei richtig. Zwei richtig, zwei richtig, zwei richtig. Könnte das... Ja, was könnte das sein? ich steh schon wieder gerade auf dem Schlauch, ehrlich gesagt. Aha. Och, zwei richtig. Das gibt's ja gar nicht, wa? Dann könnte ja doch das hier höchstens noch sein, wa? Och nicht. Na, jetzt halt an. Das gibt's ja gar nicht, wa? Das fängt ja schon gut an der Party, ey. Ganz ehrlich mal, Junge. Da ich gleich wieder so verkacken tue hier. Vier richtig, vier richtig, Alter. Na, jetzt sollten wir doch vier Schessen kriegen, oder was? Vier richtig. Moment, Moment, Moment. Könnte der sein, ne? Oder? Bin drin. Jo, das ist er. Ja, Steuerung, ja, ist ja eigentlich scheißegal. Können wir eigentlich direkt rausgehen. Ja, da stand eben sogar auch noch wieder Fehler. Ja, ist ja logisch, wenn die schon kaputt sind, jetzt die Roboter. Jetzt versuchen wir hier unser Glück nochmal. Wenn das jetzt nicht klappen sollte, dann versuche ich dran zu denken, wenn wir hier wieder auf dem Rückweg nach draußen gehen. Nochmal ran. Vielleicht kriegen wir das ja dann geknackt. Wenn das jetzt nicht klappen sollte, das sieht nämlich schon wieder ganz so aus, als wenn das hier nicht wird. Alter, jetzt hör doch auf. Jo. Super. Nicht ein Buchstabe richtig gewesen. Ja, hör auf. Achso, der hatte doch hier irgendwie noch eine Sicherung, ne? Genau. Jetzt kann ich die ja wieder mitnehmen. Jetzt haben wir wieder Platz. Dort mit hat auch wieder Platz. Und jetzt gehen wir mal rein hier. Ah, dann haben wir hier noch alles schön. Was haben wir denn hier schön? Modebände abspielen. Ach so, ja. Ja, dann machen wir an. Was haben wir denn eben dazu bekommen? Das, ne? Da machen wir an. Willkommen zu den Schätzen von Jamaica Plain. Innerhalb der Wände dieser Zeitkapsel findet ihr unsere Nachfahren, die Gegenstände und Erinnerungsstücke, die uns im Jahr 2077 wichtig waren. Euch, die ihr 200 Jahre in der Zukunft lebt, mögen diese Relikte kurios erscheinen, aber wir hoffen, dass sie euch an unseren Platz in der Geschichte erinnern und an den euren. Wie wir das Fundament für die Welt gelegt haben, in der ihr lebt, so legt ihr ein Fundament für kommende Generationen. Möge diese Zukunft strahlend sein. Im Namen von uns allen im Jahr 2077 wünsche ich euch alles Gute. Hier spricht Bürgermeisterin Alyssa Park für die Stadt Jamaica Plain. Super.
Was haben wir jetzt noch dazu bekommen eigentlich? Auswerfen. Und jetzt möchte ich ganz gerne eigentlich ein anderes. Was hatten wir eben noch dazu bekommen? Da waren noch zwei, ne? Die Schätze von Jamaica Plain und was war das noch? Scheiße. Tag ist wieder gar nicht auf, wie passt so schnell. Oh, Kacke. Das ist auch immer gleich hier mit mir, ne? Da muss doch so was. Also was fast so. Also was dazu passt, ne? Irgendwie auch so in der Richtung, meine ich jetzt. Mit Schätze von Jamaica Plain zu tun haben, oder nicht? Hm. Naja, wie dem auch sei. Ja, da hat sie was Wahres gesagt, ne? Die bauen halt für ihre Kinder und also wenn wir das jetzt sein mögen, ne, sag ich jetzt mal so. Und wir bauen halt für die Kinder von uns. Wenn man so will, ne? So meinte sie das ja auch. Hier heißt jetzt aber nicht großartig noch was zu holen, ne, muss ich sagen. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Oder ist hier vielleicht noch irgendwie was? Ein Geheimversteck oder sowas? Irgendwie noch ein versteckter Schalter, dass sie sich hier noch irgendwas öffnet oder so? Ist das, ah, ein grünes Gestalt. Nehmen wir mal auch wieder mit hier. Polona mit Hose. Nehmen wir alles mit. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz, wie ihr sagt. Jetzt geht's ja wieder. Aber das scheint wohl wirklich schon. Das ist jetzt nur der Tür, der Knopf für die Tür, ne? Ja, und hier haben wir jetzt auch nicht weiter. Oh, ich habe gedacht, hier finden wir noch. Siehste, Dogmeat ist auch ganz traurig, dass wir hier nicht mehr gefunden haben. Aber jetzt können wir ja hier gleich nochmal an dem Terminal ran und versuchen unser Glück nochmal. Null Treffer, na hurra. Ein Treffer, super. Ein Treffer. Ey, das gibt's doch gar nicht, oder? Zwei? Zwei Treffer, zwei Treffer. Ja, das ist jetzt echt schlecht zu sagen. Das könnte tatsächlich das hier sein, ne? Auch nicht. Ach, wie ist was? Dann leck mich doch. Dann leck mich doch am Arsch! Dogmeat! Wir, lass mich durch. Wir hatten doch hier noch ein bisschen was drin, ne? Genau. Alles hergeben. Mich wundert, dass diese Tür nicht aufgeht. Waren wir schon da hinten gewesen, wo diese ollen. Huch! Wo diese ollen Geschütztürme waren. Haben wir hier noch was drin? Die sieht nicht so aus. Die ist noch safe. Ach, den haben wir schon geknackt. Ja, ja, interessant. Hier waren wir schon überall. Halt. Terpentin mit. Jetzt könnte ich auch nochmal so die Knarre wieder mitnehmen, die ich hier liegen gelassen habe. Ne, dann werde ich auch machen. So lassen wir auch gar nicht mehr zurück hier großartig. Nicht hier noch. Ein Luftfilter? Ein schöner Sportluftfilter. Genau hier meinte ich nämlich, waren wir schon da hinten durch? Die rollen. Die Dings hier haben wir schon entschärft, ne? Die Türme, ne? Ach so, ist jetzt bloß hier halt. Ja, alles klar. Na, das läuft im Kreis, ne? So ungefähr. Haben wir die Dinger schon abgelootet? Ne, haben wir nicht. Waren das nicht zwei oder drei? Genau hier, das können wir auch noch mitnehmen. Waren wohl nur zwei, wa? Geschütztürme, ne? Ja, dann ist es halt so, ne? Ja, diese Karte haben wir ja nun nicht, ne? Und dann sind wir ja eigentlich quasi durch jetzt hier, ne? Mehr ist ja hier gar nicht gewesen. Hier war jetzt auch nur noch diese Terminal. Hier haben wir schon alles raus, soweit. Das, was ich mitnehmen möchte, haben wir alles. Der Kühler ist leer. Dann haben wir alles, ne? Na sag mal. Ja, Leute, dann würde ich sagen, können wir eigentlich wieder nach draußen hier, ne? Ja, nee, also da habe ich jetzt echt mir ein bisschen mehr erhofft. Ehrlich gesagt. Aber naja. Man kann nicht alles haben. Ich habe sowieso auch schon gestaunt, da das hier überhaupt so groß ist noch, der Komplex. Und jetzt ging es ja hier noch nach oben. Jetzt sollen wir noch nach oben. Ja,
noch mal gucken. Hier müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen aufpassen. Nicht, dass hier noch wieder irgendwie so eine... So eine wilden... Bühle sind. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Was liegt denn da? Ach, ein Sturmfeuerzeug. Achso. Interessant, interessant. Was hast du gefunden? Alter, sterb doch! Ach, den sollten wir auch noch töten. Ach, weil der hier oben noch war. Ach so. Was? Passwort? Aha. Passwort. Salz. Salz Holoband. 12 Raketen hat der mit. Und schon wieder ein Raketenwerfer. Alter. Ich bin doch ruckzuck wieder überladen. Ich sehe doch jetzt schon wieder kommen. Das ist doch wieder ruckzuck alles voll hier. Ich meine, EU zur Not kann ja Dog mit auch noch wieder was tragen, ne? Aber hier haben wir noch einen schönen Hirnpilz. Den nehmen wir natürlich auch mit. Kronkorken. Muni. Bajonett schwer. Scharfschützen. Zeig mal, wie sieht denn das aus? Oh, nee, komm. Kannst du behalten, den Ramsch. Alter, ich sollte mich vielleicht auch mal ein bisschen heilen, ne? Hm, wo haben wir denn hier? Railway? Macht er das komplett weg jetzt? Jo, eigentlich müsste er das schaffen, ne? Genau. Und dann hauen wir uns hier gleich wieder 2 Simpex rennen. Und dann sehen wir doch wieder relativ frisch aus. Möchte ich sagen, ne? Okay, jetzt zeigt er uns noch da hinten irgendwo an. Was ist das hier noch? Ein Wecker? Oh, hier haben wir noch ein bisschen... Also munitionstechnisch geht es uns momentan eigentlich... Oh! Geht uns momentan eigentlich relativ gut, ne? Wieso ist denn hier so ein Kabel dran, ne? Hä? Was ist das überhaupt? Ach so, nö, komm, das brauchen wir alles gar nicht. Okay, dann können wir jetzt wieder raus. Da hinten zeigt er uns noch irgendwo was an. 29, 28. Hier muss noch... Hier ist wahrscheinlich noch wieder ein Google irgendwo, ne? Ach nee! Zur Werkstatt sollen wir ja hier noch. Genau, wir sollen... Pass auf da! Uiuiuiuiuiui, Tretminie, Junge. Da ist auch noch einer. Den haben wir wahrscheinlich schon abgelootet. Was haben wir hier noch feine? Kronkorkenmine, sehr schön. Haarklammern, Klebeband. Nein, brauchen wir nicht. Halt! Klebeband. Und eine Sicherung. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Werkstatt, durchsuchen. Abgeschlossen, ja. Nutze die Werkstatt, errichte. Was? Verteidigungsanlagen? Wie Verteidigungsanlagen? Was soll der Zirkus jetzt hier? Schutz. Na hier, dann nehmen wir gleich so eine. Können wir die bauen? Oh. Stahl haben wir jetzt gar nicht viel mit, ne? Ach du Scheiße. Schaltkreise haben wir 11. Davon haben wir 4. Könnten wir, wenn wir noch ein bisschen Stahl sammeln, könnten wir hier von 2 Stück bauen. Ich weiß nicht, ob das. Ja, genau. Jetzt brauchen wir nämlich noch. Viermal Stahl. Viermal Stahl. Ah, wir können ja verwerten. Stimmt ja, ne? Verwerten, was kriegen dafür? 2-mal Stahl. Kriegen wir hierfür auch Stahl? Ja, hierfür auch, ne? Hallo? Wieso kann ich den Kanister nicht kurz machen? Ach, wir haben ja schon eben so ein Geschützding hier, ne? Ja, pass auf, dann stellen wir den. Wo stellen wir den denn hin? Den stellen wir einfach mal hier oben hin. Hier so. Na. So, das ist auch schick, ne? Und dann stellen wir uns nachher eh noch. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir das denn machen, ne? Am besten würde ich sagen. Brauche ich jetzt eigentlich noch Schrott? Nee, ne? Soweit nicht mehr, ne? Nee, nee, wir dürften jetzt eigentlich schon genug gesammelt haben, ne? Scheiße, wo waren jetzt? Nein! Ach so, das können wir ja direkt... Hä? Wieso fehlten uns jetzt Zahnräder und... Will er mich verarschen?
Aber das hatten wir jetzt, glaube ich, schon abgeschlossen, ne? Schutz? Stand das da nicht eben? Warte mal, das könnten wir doch auch irgendwo. Irgendwo nachgucken, ne? Ist das nicht auch bei Daten? Müsste das ja jetzt eigentlich auch stehen, ne? Genau. 100%. Ja, ja. Errichte Verteidigungsanlagen. Klammern 100% in Jamaica Plain. Aha. Also können wir wieder zurück, ne? Das ist doch sehr, sehr gut, ist das doch. Wo ist das denn? Da? Sehr gut. Genau, ne? Hier müsste das eigentlich. Ich hatte ja jetzt so nicht mehr weiter angehabt, ne? Also noch irgendwie eine andere Mission, meine ich jetzt, ne? Oder so? Nö, eigentlich hatten wir die alle. Ich kann ja sicherheitshalber nochmal nachgucken bei sonstige. Sonstige müsste eigentlich. Genau, ist alles aus. Also muss das ja da sein. Da machen wir. Natürlich eine Schnellreise hin. Weil das ist mir doch zu weit denn wieder. Zack. Und dann haben wir das auch erledigt. Wie schön ist das denn? Ja. Leute, und was soll ich sagen? Wenn ihr die Folge seht, ne? Die nehme ich heute gerade noch auf und hau die dann auch gleich noch raus. Das ist alles wieder recht knapp gemacht heute bei mir. Aber naja, was soll's. Carrington will reden. Ja, wo ist der denn? Tüfteltom ist an was dran. Ich hoffe nur, es läuft besser als beim letzten Mal. Tüfteltom. Manchmal ist der direkte Weg. Der gute Tüfteltom. Pam. Setze Mensch-Maschine-Interface auf 100%. Guten Tag, Agent. Laut meinen Daten wurde Unterschlupf Mercer eingerichtet. Belohnung erteilt. Weitere Hilfe wird benötigt. Ich habe den Standort eines Geheimverstecks für verdeckte Operationen. Dort befindet sich Ausrüstung, die unsere Organisation benötigt. Die Railroad-Anführerin hat sie gebeten, das Geheimversteck vor Feinden in der Umgebung zu sichern. Was ist denn diesem Geheimversteck? Der Inhalt ist geheim. Wenn das Geheimversteck jedoch gesichert wird, erhöht dies die Effektivität unserer Organisation um 2%. Achtung! Fehlerspielraum 3%. Das Geheimversteck ist verborgen, gemäß taktischer Gegenüberwachungsprotokolle. Mit diesem RFID-Gerät finden und entriegeln Sie das Versteck, sobald Sie in der Nähe sind. Oh, na, das ist doch gut, ne? Klingt nach Hightech. Verstanden. Verstehe. Die Einschätzung des Agenten ist korrekt. Sie müssen das Versteck nur sichern. Die Ausrüstung werden von Booten abtransportiert. Beende Mensch-Maschine-Interface. Ah. Cool. Jackpot. Oh nee, nicht wieder irgend so ein Krankenhaus, Alter. Hat ja gar keinen Bock drauf. Können wir uns das halt erstmal auf der Karte angucken. Wo ist denn das genau? Waren wir da denn schon? Da waren wir schon mal. Wir können doch von hier aus direkt eine Reise machen, ne? Genau, das klappt doch, Junge. Das läuft heute. Wir müssen noch ein bisschen was schaffen hier heute, Mensch. Ne? Gerade weil jetzt auch lange nichts kam. Weiß nicht, war das gestern? Doch, ich hab, gestern habe ich mal einfach so, halt mir so gedacht, Mensch, machst du mal so einen kleinen Zusammenschnitt. Ne, war ja eigentlich recht lustig. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich fand es eigentlich ganz cool. Auch mit der Musik so als Hintergrund. Eigentlich hab mir auch schon ein bisschen Mühe gegeben bei, muss ich sagen. Hat auch ziemlich lange gedauert. Ich bin da drinnen noch nicht so geübt. Aber naja. Was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Was nicht ist, kann ja noch werden. Und da ist das schon wieder. Oh nein. Du kannst gleich liegen bleiben. Oh nee, so ein Scheißer. Ey, treff die scheiß Granate nicht. Was willst du denn jetzt enden noch? Bleib liegen, Junge. Wartet das erstmal hier draußen? Boah, Dog mit, Junge. Die haben sich wieder voll mitgerissen, ne? Mit der Bombe. Wo liegt denn? Was ist das hier für ein Fleck? Der hat noch ein paar Kronkorken für uns. Der hat noch nukleares Material. Hier war da noch.
Eben irgendwas da, genau. Muni, Fusionszellen. Nee, brauchen wir nicht. Okay. Sollen wir uns das Hundefleisch jetzt auch noch mitnehmen, oder? Überlege ich gerade. Eigentlich ist Quatsch, ne? Wir haben so viel Zeugs zu Hause auch schon, ey. Da müssen wir alles auch mal ein bisschen loswerden, eigentlich, ne? Nicht nur ein Skat. Mikroskop. Den nehme ich, glaube ich, mit. Da kriegen wir nämlich wieder nukleares Material raus, ne? Ja, genau. Okay, dann gehen wir mal rein, ne? Ich meine, so viel Action kann ja hier eigentlich nicht mehr sein, weil wir hier schon mal waren. Aber wir kennen das ja. Da respawnt ja immer alles. Nach so und so vielen Tagen, ne? Also hier in diesem Spiel, ne? Die Tage. Glaube ich. Dann respawnt das ja alles, das ganze Kruppzeug hier. Aber. Was ist das? Ja, genau, da hab ich mir nämlich fast gedacht. Scheiße. Nein. Hau bloß ab da hinten. Jawohl, das hat super geklappt. Das hat auch super geklappt. Einwandfrei. Dogmeat, Junge. Wir sind das beste Team ever. Oh, da oben sind ganz viele jetzt. Nein. Was? Fusionszellen hinzugefügt? Wie hat denn das gemacht? Da sind noch mehr, ne? Einer kommt von da jetzt gleich irgendwo, denke ich mal. Die da oben halten sie noch. Halt! Pisser! Die da oben halten sich noch ein bisschen zurück, so wie der aussieht. Da kommt noch einer. Der müsste auch von da kommen, ne? Ja. Ich hab dich nicht erschaffen, du. Wo seid ihr denn? Was haben wir nicht noch alles an Waffen überhaupt? Die mehr hatten hier. Von dir andere haben wir nämlich wieder gar nicht mehr so viele Fusionszellen. Da möchte ich mich erstmal ein bisschen zurückhalten mit. Jetzt sind noch weiter unten welche und oben. Alter, hier sind ja ganz schön viele wieder, wa? Ich glaube, ich nehme von dir jetzt auch nur die Munition mit. Es sei denn, die haben tatsächlich was richtig Schönes mit. Scheiße, ich habe keine Granaten mehr. Hier müssen wir doch wieder ein bisschen auf der Hut sein, ne? Dogmeat. Du musst immer schön aufpassen, ob wir waren rechtzeitig. Ich kriege das ja immer nicht mit. Ruhe da hinten. Schreit hier umher wie so ein Kaputter. Oh. 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 Alter. Was ist das hier? Nee. Brauchen wir nicht. Stickstoffspender. Das war ein. Das ist ein Supermutant. Der ist ja voll weg. Alter. Wo? Ja, lad erst nach in Ruhe, genau. Du Arschifick da. Was hat der hier noch verhindert? Nichts. Alles nur Müll. Ich hoffe mal, dass wir das hier noch schaffen, das hier aufzuräumen, aber so wie ich mich kenne, ich bin ja. Halt! Wo? Hier? Alter, wo sind die denn jetzt alle? Hier geht die wieder runter? Haben wir hier noch drinne? Nur Müll? Alter, wie weit geht denn das hier nach unten? Aber egal, ich weiß das noch genau. Hier waren wir schon mal. Das ist aber auch schon eine Weile her. Ne? Jetzt sind wir wieder. Oh, was ist mir noch feinet? Oh, entriegeln? Kriegen wir doch wieder ein bisschen. Na. Munition. Halt, das ist zu weit. So. Immer noch zu weit. Jo. Ja. Oh, super. 50er. Die guten 50er. Alter. Wir kriegen hier wieder schön Muni, Junge.
Das gefällt mir. Was haben wir da noch feinet? Halt! 44, ja. Ist hier noch drin? Oh, ein Dokument haben wir mal wieder gefunden. Coole Sache. Ha? Coole Sache, Junge! Exit! Ah, hier war der Selbstmörder, ne? Irgendwo. Das ist ja auch immer das Schlimme hier bei dem Spiel, ne? Bei Fallout. Hier, du kannst ja hier ständig überall alles abluten. Kronkorken, nukleares Material. Das war der schon, wa? Oder? Der Selbstmörder? Oder? Liegt noch ein Hund? Oh. Baumwollgarn. Nehmen wir natürlich gerne mit. Nö. Okay, hier unten sind wir jetzt denn. Hier unten dürften wir jetzt gleich mit durch sein. Soweit. Oh, jetzt haben wir wieder ein paar Granaten gekriegt. Schön. Ich kann hier jetzt in letzter Zeit auch ziemlich viel mit Handgranaten umher. Das Geräusch da. Was soll das sein? Ich meine, warum auch nicht, ne? Wenn man hat, dann hat man. Ganz einfach. Den sollte man auch benutzen. Wo? Zeig dich doch, komm. Das gibt's doch gar nicht, wa? Du Pisser da hinten? Na, wart ab, Junge. Was? Der lebt immer noch? Alter! Alter! Immer wieder schön, Junge. Kleine Schreckmomente, ich finde das ja auch immer zu geil. Weeeek! Plastikmesser? Nein, danke. Haben wir schon genug. Oh, Schrotflintenmunition. Davon haben wir nicht genug. Was haben wir hier noch, Feinet? Nee, komm, lass. Das ist Schnulli. Da ist nichts drin. 3,8er. Ja, Leute, ich glaube, das werden wir wohl nicht mehr packen in diesem Part. Das alles abzuschließen hier. Aber. Dann müssen wir halt. Im nächsten Part weitermachen, würde ich sagen, ne? Also, ich würde. Ja, machen wir auch so. Würde ich sagen, hier ist Feierabend jetzt erstmal. Oh. Man kriegt das hier auch nie raus, ne? Egal an welchen. Automaten man hier rangeht. Da. Komisch, ne? Naja, nee, aber oh, guck mal, wie viele noch sind jetzt. Auf dem Radar hier unten. Oh. Nee, von daher würde ich sagen, ich hoffe, es hat auch wieder Spaß gemacht, zuzugucken hier. bei so einem Blödquatscher. Ne, Dogmeat, du kennst das ja von mir schon. Und ja, ich bedanke mich für Zusehen und sage vorerst Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!